Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Destiny PvP und zwar Inferno Rumble auf der Map der Zeitmesser. Ja, wie gewohnt, Harkonsball, Eisenkranzsee, aber diesmal nicht mit dem Lehrerläufer, sondern mit dem Sonnensänger wegen dieser Quest für dieses Emblem da mit Multikills und in der Hoffnung, dass ich hier Multikills machen kann, was ich nicht denke, aber. Ah! Die Map ist es. Oh fuck, ich dachte, ich habe da Munition für. Nee, falsch gedacht. Ja, die Map, die ist so kacke. Die hat man gar nicht gespielt. Haus der Wölfe reingekommen, aber danach nicht so richtig drin gewesen. Einer. Na, jetzt habe ich Spezialmunition. Hey, wo? Ah, hinter mir. Den habe ich leider nicht gesehen. Ah, dammit. Ja, der dreckelt hintereinander und erkennt mich einfach so. In Führung. Ah, da kommt natürlich von hinten die Granate. José Mario López. Sí, es una buena nombre. Hombre. Oh Gott, ey. Alter, der hat Spawn Protection, ne? Wenn man schon so scheiß Spawns reinbaut, dann keine Spawn Protection. Kreuzfeuer. Kreuzfeuer. Junge, weißt du, wie oft das hier passiert? Das ist doch abnormal. Und die Map, die ist auch abnormal. So. Den. Gefistet. Noch 5 Minuten. So. Wieder hier. Ich bin noch nicht Erster. Was ist da los? Hä? Wie hat er denn geschossen? Der hat mir direkt einen Header? Jo. Das muss man nicht verstehen, oder?
Ah, fuck. Mit der Doktrine. Aber wir sind noch Erster. Bahn. Ah, fuck, da konnte ich den nicht mal anhitten mit dem Nahkampf. Das ist aber eine knappe Runde hier, finde ich. Hätte ich jetzt nicht so erwartet. Dort hinten. Weg mit denen. Kurz regenerieren. Ah, von de wie viel Seiten? Pumpe. Verschwörungstheorie. Junge, die können auch nichts anderes spielen außer Pumpe, oder? Geht er zu mir? Leider nicht. Jetzt hätte ich wieder belebt. Eine Minute. Noch 10 Sekunden. Das wird knapp. Oh, das ist der Sieg. Ein ausgeglichener Kampf. Oh. Unentschieden. Unentschieden. Scheiße. Unentschieden. Egal, ich lade die Runde trotzdem hoch. Alter. Jo, und ihr bekommt keine richtigen, keine Loot. Egal. Ich bedanke mich bei euch fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.